Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Don't Starve. Es ist geil. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mega Bock. Eigentlich dachte mega ich, süchtig. wir nehmen bis 2:30 auf. Jetzt ist 20 nach 3 und ich bereue nichts. Ja, wird hier nicht mehr lange dauern. Ich habe tatsächlich das erste Mal haben wir eine gute Basis aktuell. Ja, aus dem Pilzen kann ich übrigens auch ein Frosch-Sandwich machen. Also geil. Die Pilze sind übel worth ab jetzt. Nur die Blütenblätter sind damit useless. Ja, die musst du halt instant essen. Also das mache ich halt. Wenn ich Sanity verliere, esse ich eine Blume, friss die Pflanzen. Aber das kannst du halt einfach nicht machen. Ne? Ja, ist halt für mich du sind die. Du bist halt einfach nur anti-vegan. Einfach Carnivore. So. Also mein Ding ist halt, ich würde halt übel gern dieses Beet bauen, ne? Verbesserte Farm. Oh, dafür brauchen wir die Scheiße. Hier wachsen Samen. In der einfachen Farm. Aber Samen? Samen sind aber lame. Wir müssen dann herauskriegen, was die Samen so toll machen. Oder? Also Samen sind für mich bisher übelster Abfall. Wollen wir vielleicht um die Frösche einfach drumherum bauen, dass wir so eine Arena haben? Ich weiß dass du einfach nicht. Regelmäßig rein kannst? Aber ich glaube, die sind bald echt tot. So. Ich habe ja jetzt gerade 6 weggekillt. Ich glaube, es gibt halt einfach nicht unendlich von denen. Ich überlege, ob ich nochmal da hochrenne für Dünger, weißt du? Der Dünger können wir sowieso nebenbei droppen. Wie sieht das denn mit den Bären aus? Bist du da auf einem guten Weg? Also ich habe jetzt dort ganz viele... Ich habe jetzt mehrere hier gepflanzt. Also bzw. 1, 2 gepflanzt. Und die Bären, die an den Dingern, die an den Teichen sind, die nutze ich ja eh. So, also das ist jetzt so mein Motto. Ei, ist ja ganz schön. Oh, ich bin dumm! Ich sterbe. Oh. Nee, ich bin nicht dumm. Oh, fuck, Gott, ich bin dumm. Ich bin dumm. Fuck. Oh, oh. Oh, oh. Wenn komm zu mir, komm zu mir. Ei, Alter. Oh, close. Alter, wir sind dumme Idioten. Jo. Also kaum sind wir mal halbwegs am Leben. Ich hab dir jetzt meine Axt, glaube ich, gegeben. Und dann geben wir meine Axt zurück. Was? Ich hab dir meine Axt aus Versehen gegeben. Nee, ich hab keine Axt. Ah, nee. Ich besitze aktuell legit keine Axt. Nee, ist alles gut. Ich bin einfach dumm. Okay, cool. Okay, also, ja, ist dein Ding. Ich baue jetzt Zäune. Ich baue jetzt Zäune. Ich spüre eine Schweinegefahr. Ich mache jetzt eine Zäune aus Ästen, okay? Mach das. Weil die Holzplatten brauchen wir wahrscheinlich auch für andere. Das nächste, was hier rauskommt, kannst du fressen. Weil ich bin gerade das erste Mal, seit wir zocken und nicht Minute 1 ist, full essen. Okay, was können wir mit der Birkennuss machen? Die kannst du rösten und fressen. Die kann ich nicht verarbeiten. Ah, aber die kann ich nicht im Kochtopf machen. Die muss ich so rösten. Ja. So lame, weißt du. Ist geil. Okay, also für mich ist wirklich das verbesserte, einfache Farmen hier wachsen Samen. Ist ja die Frage, was wächst aus den Samen, weißt du? Ja. 6 Dünger brauchen wir da. Dann, weißt du, ich renne da hoch, wo ich war. Du gehst Dünger holen. Und ich mach dir, wenn du zurückkommst, hast du hier die epischste Basis EU. Wahrscheinlich hätte ich mir doch noch was mitnehmen sollen zu essen, aber wird schon klar gehen. So, Leute, also das Game ist insane. Ich kann es bis jetzt, ne? Ich hoffe wirklich, es macht beim Zuschauen genauso viel Spaß, ne? Das ist das Einzige. Das ist aber auch nicht immer einfach. Ja, vor allem sind wir jetzt auch nicht immer das Publikum, wo man, ne? Ich meine, wir sind halt schon ein bisschen retarded. Das ist doch geil. Aber ich meine, da müsst ihr aber auch durch als Zuschauer, ne? Ja, das ist ja das Ding. Uns gibt's halt nur mit beiden Seiten, ne? Die genialen Denker und die Retards. Und dummen Fieder. So. Okay, also ich bin jetzt bei den Büffeln. Ich frag mich halt. Ich meine, hier sind 6 Büffel auf einen Haufen. Und davor ist ein Bärenbusch. Ich guck jetzt einfach mal, ob die mich dann killen. Du willst die angreifen? Bist du dumm? Nee, ich hab nur das Bärending direkt davor abgefarmt. Der sah auch ein bisschen wütend aus, hat mich aber nicht... Ich werde ihn nicht angreifen, weil das sind 10. Aber ich habe jetzt schon wieder einen Dünger gefunden. Okay. Wir brauchen die Leben, wir brauchen deren Scheiße. 2. Da liegt noch 1. 3. Krass ist ja auch noch. Und hier sind halt Karnickel, ne? Alter, wie Sand am Meer. Karnickel bei Don't Starve Together. Okay, ich hole noch ein... Haben wir genug Gras? Soll ich gerade noch ein bisschen Gras abbauen hier? Warum kommen die Frösche so irritierend nah an meinen geilen Zaun? haben wir noch genug Gras oder soll ich das abbauen? Gras kannst du mitnehmen, ja. Ich verbrauche die ganze Zeit Gras für die Seile. Für den Zaun. Ah, okay. Ja gut, dann
Manche krass. Ich brauch die Würfel. Also hier ist halt schon wieder so ein Weg, ne? Aber diese Wege sind wir einmal verfolgt, da ging es halt ins Nichts, ne? Bam, 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 schmam. Ah, das ist so geil, wenn man nicht so viel Hunger hat, ne? Das beste Gefühl der Welt ist einfach nicht hungern. Ich werde auch nachher start, im richtigen, ne? Leben über die Zeit. Ich habe über den Namen davor nie so wirklich nachgedacht, bevor ich das gezockt habe. Ich dachte, ja gut, ne, ist halt so ein Survival-Game, so, aber das war halt für uns bis jetzt echt die größte Gefahr, ne? Ja. Aber jetzt geht's irgendwie. Also ich fühle mich hier super wohl. Sorge auch für eine halbwegs gute Holzwirtschaft hier bei uns. Nur Zweige sind ein bisschen schwierig, weil wir haben wenig Zweigbäume gepflanzt. Ja. Also ich habe jetzt hier nochmal 11 Zweige habe ich noch dabei. Ich habe noch einen. Alter, ich finde halt hier so viel Gras, das ist halt insane. Ich laufe halt jetzt schon wieder mit 27 Gras hier rum. Ich würde mir wünschen, dass die Dinger automatisch alles einsammeln. Also ich würde dann gleich diese Farm einfach bauen, ne? Wenn du kannst, gerne. Haben wir denn noch Ich habe den Zaun jetzt ein bisschen großzügiger gemacht. Also nicht übelst großzügig, aber so ein bisschen. Haben wir denn Samen noch? Nö. Ey, hier ist so ein gigantischer Bienenstock. Ah, aber ich habe das Gefühl, da würde die Königin drin sein. Die würde ich wahrscheinlich recken, also fass die mir nicht an. Ja, das sieht leer aus, das Ding, aber es ist garantiert nur ein Bait. Aber düngen muss man wahrscheinlich die Büsche nur einmal, oder? Denke ich auch, ja. Du bist ja quasi dafür gepunished, dass du sie woanders hin machst. Und du die dann einmal düngen musst. Alter, Maxim, ich habe viel zu viel Gras, ne? Also ich laufe ja jetzt mit 42 Gras rum und ich bin hier einfach nur einmal durch. Ja, komm her, ich brauche das alles. Nee, 40 ist Endstack. Ja, jetzt 40. Aber das ist unterschiedlich, bei einigen Sachen ist es 20. Ja, aber hier bei dem. Bei Holz ist 20. Denkt an Feuer und sowas? Warum? Naja, du musst halt in die Basis, wenn es dunkel ist, ne? Ja. Vergessen hat, was uns schon ungefähr 1000 Mal getötet hat. Was hast du? Im Prinzip, was uns ungefähr schon 1000 Mal getötet hat. Ab in die Base. Oh, okay. Wenn es dunkel wird, werden die Büffel wohl ein bisschen unangenehmer. Zumindest sahen die Karten schon ein bisschen creepy aus. Der hat geschrien. Ja, ich habe halt echt keine Seile, ey. Das ist ein Wurmloch. Okay, ich komm nochmal. Ich werde unterwegs übel gerne noch ein paar. Oh, die Bären sind nachgewachsen an unserem Teich. Die nehme ich jetzt alle. Nice, die sind auch noch ein paar. Aber nicht direkt nehmen, ne? Verarbeiten. Ich koche dir daraus was Geiles. Die sind auch irgendwelche Rebhühner, die da rauskommen. Möchtest du mal angreifen? Nee, besser nicht, ne? Wir haben jetzt gerade so einen guten riesig, Start. Riesig, aber die sehen halt übelst verunsichert aus. Ich hab's probiert, das bei dem nächsten. Okay, also ich habe jetzt nochmal viele Zweige. Ein bisschen was zu futtern. Geil, nochmal zwei Karotten. Bam, bam. Oh lol, ich habe zwei Karotten-Stacks in meinem Inventar. Ich hätte auch noch mehr Gras mitnehmen können. Mach ich das noch? Ja, komm, ein bisschen mach ich noch. Ja. Alter, ist einfach das Paradies hier. Oh, hier bin ich ja bei meinen Hasen. Dann nehme ich noch einen Hasen mit. Komm, Hase geht immer. Schaufel im Arsch. Neue Schaufel. Oh nein, ah, geil. So, wir brauchen mehr Wälder. Ja, dieses Nachforsten ist halt auch etwas sehr, sehr Beruhigendes. Das glaube ich so ein Game, wo ich glaube ich echt viel offline spielen würde, wenn ich es nur für mich selbst aufnehme. Alter, ich habe einfach zu viel verschiedene Sachen. Ich muss jetzt Holz droppen und sowas. Also denk dran, es wird dunkel. Wartet eine beharrlich, beschaulich warme Base auf dich. Ja, ich komm. Ist so geil, ey. Es läuft so gut. So, Alter, da sind ja oben alle Bären ready. Soll ich die gerade pflücken? Ja, achso, die sind jetzt auch ready. Die sind fast gleichzeitig mit den anderen fertig. Das ist geil, Alter, da schlage ich nochmal richtig zu. So, ich gebe mir dein ganzes scheiß Gras. Ey, das ist ein riesen Sandwich. Das ist deins, ne? Nee, das hab ich doch gesagt, das ist deins. Das erste, was daraus kommt, ist deins. Das ist ein Frosch-Sandwich. Das wird ja auch schlecht in der Zeit. Alter, das steigt aber brutal. So. Ich mache hier in die Truhe die Materialien, die ich gesammelt habe. Halten die Bären in Truhen länger? Weil das ist das Problem, dass die halt schlecht werden. Gib mir mal hier. Genau das hier. Hey, mach mal deine Nahrung hier in die andere Truhe. Dann kann ich mal wieder kochen. Genau.
Erstmal wieder so ein Frosch-Ding. Geil, Alter. So, Bären weg. Ich kann nicht. Doch jetzt. Okay, da war's. Alter, da sind Blätter drin. Was ist mit den Blättern? Ja, die kannst du halt, ich kann die nicht essen, aber du kannst sie essen. Nee, die Blätter, die sind irgendwie nach einer Sekunde sind die abgelaufen. Ungefähr. Gut. So, okay. Dann wollte ich ein Beet machen. So, dafür brauche ich... Ah, ich brauche 10 von dem geschnittenen Gras. Okay. Da. Du hast mir 1 gedroppt. Hä, ich habe einfach Steuerung gedrückt. Wenn ich das Gras nehme und Steuerung drücke. Ich droppe jetzt einfach mal alles. Ich verstehe es nicht, warum der das nicht macht. Also ich meine, er hat es aufgeteilt und dann hat er es einfach nicht getan. Ah, und jetzt brauche ich Steine. Shit, ich habe eben die Steine gedroppt. Hast du noch Steine? Ich habe noch, Feuersteine. Aber ich habe die irgendwo hingetan, glaube ich. Nee, so viele Steine hatten wir gar nicht übrig. Aber ich habe halt echt alles punktgenau gemacht. Ah, ich glaube, ich habe eben Steine gedroppt, als ich den Hasen haben wollte. Hier liegt auf jeden Fall auch Holz. Ah, ich bin nicht wirklich. Nice, hier sind die Steine. Geil. Alter, ist das nice, ey, dass hier links auch noch Kanicke sind, ne? Die habe ich ja auch noch. Ah. Da haben wir das Game jetzt also durchgespielt, sagst du. Ja. Na? Ja, schreibt uns in die Kommentare Vorschläge für das nächste Game. Ey, was ist denn der Frosch hier? Aber einige Game Instruments. Hä? Mit denen. Oh, da kann man. Alter, du bist noch mal leiser geworden, obwohl du davor schon so leise warst, ich dachte, leiser wirst du nicht mehr. Du wirst nicht mehr leiser, Bitch. So, wollen wir was anderes machen als immer dasselbe? Komm, machen wir mal einen Rotkap rein. Ja, wunderbar. Also, bei wie vielen Minuten sind wir? Ein kleiner Happen, dann noch ein Froschschenkel und noch eine Karotte. Bei 12. Okay, das ist chillig. Okay, wir brauchen Stein. Hast du geschliffenen Stein? Nee, hast du? Wir haben gar keinen Stein. Ich gehe jetzt Steiner bauen. Warte, ich mache jetzt erstmal die Farm hier. Warte. Okay. Ich hab noch ein bisschen Steine. So. Kannst du mir die droppen? Ich kann kein Fleisch wachsen lassen, was soll mir das bringen? Ich brauchte die aber irgendwo für, ne? Ich hab die für irgendwas wiedergeholt. Ich hab auch gerade überlegt, was du dir geholt hast. Aber ich kann so ein elektrisches Dingsbums bauen, ne? So, ich habe jetzt einen Samen da reingemacht. Guck du mal, was bei Untersuchen kommt, wenn du das Ding da anguckst. Oh je, es wächst so langsam. Du hast irgendwas reingetan. Ein Felsfrucht. Da ist noch mehr Samen. Ja, es geht irgendwie nur einer immer. Na gut, So, ist das jetzt geworden? Ich habe hier gerade was Gutes gefunden. Hä? Ja, geschliffener Stein. Da. Boom. Guck mal, jetzt habe ich ein elektrisches Dingsbums gebaut. Kannst du mir die restlichen Steine wieder droppen? Ja. So, und das elektrische Dingsbums war doch übel wichtig für das Chemieteil, ne? Ah, hast du noch Holz? 3? Leider. Nee? Ganz normales Holz? Ja. Nice. Aber dann hau ich einfach noch eine Farbe daneben, dann gucken wir uns das mal an. In den Kasten, Trockengestell. Sogar noch eine Bau? Nee. Fotografie, wird auch Wurst. So, ich leg dir wieder das restliche Code, was ich noch hab, leg ich dir wieder rein, ne? Für was haben wir den elektrischen Dingsbums nochmal gebraucht? Für die Alchemie-Ding, oder? Ist das? Ich auch nicht mehr genau, aber. Glaube schon. Ah, ich sehe schon. Für einen Blumenkranz braucht man diese kaputten Pflanzen. Da kannst du deine Nerven beruhigen. Probier das mal. So, was brauche ich denn hier? Ich habe einen Blumenkranz. Lol. Aber er beruhigt mich. Da kann man noch Zylinder und sowas, so einen Scheiß bauen. Das ist ja echt. Okay, wir haben jetzt noch echt viel zu entdecken. Okay, also wir haben jetzt den Schmortopf.
Mache ich da nochmal den Cup ein bisschen leckerer. Das mit den Bären ist jetzt so nice jetzt einfach. Die Ernährung steht halt wie eine 1 gerade, ne? Wobei ich habe jetzt wieder übelsten Hunger, also muss ich jetzt so langsam wieder was essen. Ja, das nächste, was da rauskommt, kannst du dir fressen. Wären, genau, glaube ich, sogar lecker Fleischbällchen. Also. Ja. So, wo kriegen wir noch Gold her? Weil ich sehe die ganze Zeit, dass man auch so super krasse Äxte und so. Alter, die haben mich instant, die haben mich komplett satt gemacht. Holy shit. Warte mal, wo? Ich habe jetzt das elektrische Dingsbums, wieso kann ich das nicht nutzen? Das bildet mich gerade so ein bisschen. Ich wusste ganz genau, dass ihr das für diesen Chemiebaukasten braucht. Ah, da ist er. Ich brauche davon zwei. So, dann. Gut, ich muss Steine bauen. Ich muss jetzt useful sein. Oder ich erkunde mal, was noch rechts von uns ist. So, ja, die Frage ist, was wir jetzt generell in nächster Zeit machen wollen, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen ideenlos. Ich will auf jeden Fall den Chemiekasten bauen und will mich halt krasser ausrüsten und dann. Ja, aber dafür brauchen wir halt Gold, ne? Beziehungsweise ich will ein bisschen Range haben, das ist auch so ein Faktor. Ja. Ich will Ranged Waffen haben, ich will Vögel von Weitem töten. Okay, aber ich will Gold für die Superspitzhacken. Also sag mir mal, wo du das Gold her hattest, weil dann renne ich da jetzt hin und mach da ein bisschen Action. Also ich bin jetzt im Süden und baue da jetzt auch Gold. Aber ich weiß nicht, ob wir Eis eventuell auch ins Essen machen können, merke ich gerade. Kochtopf, das teste ich auch immer nochmal aus. Aber ich bin jetzt im Süden und baue da jetzt noch Stein ab, solange es hier noch halbwegs grün ist. Aber ich habe hier kein Gras, merke ich gerade. Ich hatte echt von allem so ein bisschen. Oh, das Feuer ist aus und ich habe kein Holz. Ah, doch. Okay, dann. Ich habe richtig viel zu essen gerade dabei. Das ist halt echt Premium. Aber ich kann halt nicht die Karotten in den Farmen lassen. So. Das wäre halt geil, wenn das so wäre. Hast du nochmal Holz oder Stein? Nee, Stein? Ach, warte, ich kann auch eine Farm machen. Kann ich das Essen in den Kochtopf tun? Nee, kann ich nicht. Das ist jetzt dein Essen, ne? Ja, das ist jetzt ausnahmsweise mal. Ich muss mal gerade. Okay, jetzt kannst du ran. Okay, wo war Gold? Ich habe jetzt im Süden abgebaut. Ein kleines bisschen. Ich habe jetzt ein Gold drin. Na gut, nee, das ist ja nichts. Ja, einer ist halt wirklich wenig. Oh, Magie. Aber ich mache erstmal Stein. Wenn ich vier Kanickel, ein Brett und einen Hut habe. Ein Zylinder. Hast du schon gesehen, wo man einen Zylinder bauen kann? Hier. Strohhut, Regenhut, Winterhut. Einfach nur für diesen Gerät, ey. Das ist halt wirklich witzig. Wir brauchen es halt auch, aber ich bin dann immer noch ein bisschen verwirrt. Also was man bauen kann, ist halt komplett GG alles, ne? Ein kleines Schild. Hast du noch ein kleines Stück Gold? Hast du noch ein Stück Gold? Ne, ich hab gar nichts. Ja, okay, was machen wir am nächsten Tag? Renn ich jetzt wieder Dünger holen? Na, Essen müssen wir halt immer produzieren. Weil ich weiß noch nicht, wie das mit den Farmen hier aussieht. Ich auch nicht. Ich esse jetzt auch einfach mal das Eis. Also ich würde, glaube ich, noch ein bisschen Stein nutzen wollen. Ja, wir müssen halt super viel Steine bauen, damit wir mehr Gold haben. Ja, nee, es gibt ja extra so Golddinger, ne? Ich würde da jetzt einfach mal hinlaufen. Ich suche jetzt einfach Gold. Weißt du was? Ich suche jetzt Gold. Ja. Ich glaube, du machst du im Süden oder machst du im Norden? Weil ich würde Süden, glaube ich, machen. Ja gut, dann trennen wir uns und wir suchen... Oh, ja, okay, jetzt kann ein bisschen dunkel. Aber ich renne einfach in den Norden und du in den Süden und wir suchen einfach Gold. Ja. Aber man kann ja auch so ranzoomen, ne? Geil, da sieht man sogar... Scheiß. Man sieht sogar die Fallen, die man gestellt hat auf der Map. Das ist mega gut. Warte, wollen wir bevor noch ich die Expedition beginne. Ich weiß, hast du was zu essen dabei? Ja, yeah, aber ich esse unterwegs Samen und so. Scheiß Vegetarier. Scheiß Vegetarier, ist okay. Ich meine, wenn du Pfeil und Bogen hast, das würde ich mir auch gerne. Oder so ein Bumerang. Das mache ich mir, glaube ich. Das ist mein Ziel. Ein Bumerang? Ja, es gibt hier einen Bumerang und ich gehe mal davon aus, dass man den immer wieder benutzen kann. Das wäre halt okay. Aber ich habe noch gar nicht in die Richtung geguckt. Wo geht das denn hier? Holzrüstung, Schlafpfeil, Feuerpfeil, Blasrohr, Elektropfeil. Ja, aber ich meine, wir brauchen halt überhaupt mal einen Bogen, ne? Ja, deswegen will ich ja Bumerang nehmen. Ja, aber siehst du, wo hier ein Bumerang ist? War irgendwie bei den Kampfdingern, war da einer.
Sehe ich gar nicht. Ich sehe nur Firelight. Ah, hier, Bumerang. Ah, okay. Spinnen brauchst du dafür. Ja, siehst du, dann irgendwann müssen wir nicht anfangen zu fighten. Aber ich will halt ordentlich fighten. Ich will da so eine richtig schöne Holzrüstung haben und so. Also ich habe ja einen Helm. Oh, ich habe keine Grasrüstung mehr. Na gut, das kann ich mir noch fix machen. Ja, Leute, ne? Meine Folge ist auch schon wieder rum. Es ist insane süchtig machend. Wir haben einen sehr guten Start. Also wahrscheinlich mit Menschen, die Ahnung von dem Game haben, trotzdem keinen guten Start. Aber für unsere Verhältnisse sind sehr, sehr guten Start, sind frohen Mutes und werden gucken, dass wir hier natürlich weiterhin gut vorankommen. Drückt uns die Daumen und schaltet morgen wieder bei Maxim ein. Tschüssi!